Hallo Kinder, das sind Marie und Farid. Was meinst du, haben sie gemeinsam, außer dass sie beide gerne Fußball spielen? Sie haben die gleichen Rechte, die sogenannten Kinderrechte. Diese gelten für alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahren. Viele Länder weltweit haben diese Rechte, die in der UN-Kinderrechtskonvention aufgeschrieben sind, anerkannt. Das ist eine super Sache. Aber was steht denn in dieser Kinderrechtskonvention? Zum einen steht ein Recht auf Bildung darin. Marie und Farid freuen sich darüber, denn sie können beide zur Schule gehen und lernen. Jedoch ist das nicht überall auf der Welt so, denn leider ist es nicht allen Kindern möglich, eine Schule zu besuchen. Und das muss unbedingt geändert werden, seht ihr auch so, oder? Auch dürfen Kinder frei ihre Meinung äußern und sich beteiligen. Besonders bei Entscheidungen, die ihr eigenes Leben betreffen. Maries und Farids Meinungen werden ernst genommen und ihre Eltern unterstützen sie, zum Beispiel durch Informationen über wichtige Themen. Zum Glück ist das so, sonst könnten Kinder ja überhaupt nicht mitreden. Auch in der Schule ist dieses Recht besonders wichtig. Findest du, dass du viel mitreden darfst? Wegen der freien Meinung dürfen Kinder auch selbst entscheiden, ob sie an einen Gott glauben wollen und welcher Religion sie angehören wollen. Zudem müssen Kinder geschützt werden. Natürlich nicht vor Regen, wie das der Regenschirm darstellt, sondern vor Kinderarbeit, vor Ausbeutung und sogar vor Missbrauch. Auch haben Kinder Recht auf eine gewaltfreie Erziehung und elterliche Fürsorge. Sie dürfen zu Hause bei ihren Eltern leben und falls die Eltern getrennt sind, dürfen sie beide Elternteile sehen. Marie und Farid haben beide ein sicheres und liebevolles Zuhause. Aber leider nicht jedes Kind auf dieser Welt. Unter dem Recht auf Gesundheit ist zu verstehen, dass du dich gesund ernähren kannst, frisches Wasser zum Trinken hast und falls du krank bist, zum Arzt gehen darfst und dass du vor schädlichen Handlungen geschützt wirst. Leider haben aber trotzdem immer noch viele Kinder nicht genügend zu essen und zu trinken oder keine Möglichkeit, zum Arzt zu gehen. Jetzt kommt ein super schönes Recht. Das Recht auf Freizeit, Erholung und Spiel. Hättest du gedacht, dass du ein Recht darauf hast? Jedenfalls ist das gut so, denn somit ist Maries und Farids Fußballtraining gesichert. Zuletzt soll besondere Fürsorge und Förderung Kindern mit Behinderung zukommen, dass auch sie sich so gut wie möglich entwickeln können. Ganz schön viele Rechte. Was meinst du? Sind diese Rechte für Kinder wichtig? Und welche Rechte findest du, sollten Kinder noch haben?